Mein Name ist Silke Langner, ich komme aus der Pfarrei St. Hedwig in Nürnberg und ich wünsche dem Bischof einen guten Start in unserem schönen Bistum und viele Menschen, die ihn als Mitstreiter begleiten. Wir wünschen ihm Gottes Segen und eine glückliche Hand im Umgang mit den Westerwäldern. Ich komme aus der Pfarrei Niederzeuzheim, St. Peter Niederzeuzheim und grüße natürlich unseren neuen Bischof recht herzlich. Ich wünsche ihm einen guten Start, Gottes Segen und bringe ihm den nächsten Mal ein Fläschchen Bier vorbei, weil ich ja schon gehört habe, dass er auch gerne mal ein Bierchen trinkt. Und das hat er sich nach dem heutigen Tag auf jeden Fall verdient. So, ich freue mich auf den Bischof, so wie ich ihn bisher erlebt habe. Und ich wünsche mir, dass er in diesen Spuren weitergeht. Wir können teilnehmen, dieses große Fest. Nicht nur Limburg, sondern für uns in Ungarn, Székesfehérvár, ist das eine große Freude. Schwierige Zeit sind schon weg und jetzt ist der Zeit die große Freude. Alles Gute in Limburg, ja, für unseren Bischof, unseren neuen Bischof. Ja. Und er soll sich viel in der Stadt sehen lassen, bei den Bürgern. Das ist sehr wichtig. Ich wünsche dem Bischof, dass er ganz schnell auch zur Dommusik findet, weil er ein hervorragender Kirchenmusiker ist. Er hat eine wunderbare Stimme, das haben wir eben bei der Präfation gehört. Und dann bin ich nicht der einzige Kleriker, der in der Dommusik aktiv ist. Dann sind wir zu zweit und dann rocken wir den Laden. Ich wünsche Ihnen ein offenes Herz für die Weltkirche. Bishop George, I want to take this opportunity to congratulate you on your appointment as Bishop of Limburg. You come into the church in Limburg, which during this year of mercy, and in a very special way, we know what our Holy Father's mind is appointing you to this diocese. He calls on you to bring the people together as your motto very clearly defined. I wish you all the best. Bring God's people together and teach them to love one another and to be merciful to one another. That's my wish for you. God bless you. Auch der pastorale Raum Biedenkopf begrüßt Sie, Herr Bischof Georg, ganz herzlich bei uns im Bistum. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir haben auch ein paar Ministranten aus unserem Bezirk mitgebracht, die sogar bei Ihrer Weihe waren, die auch noch ein paar Worte sagen wollen. Ja, wir wünschen alles Gute. Wir hoffen, dass Sie sich hier in Limburg wohlfühlen und dass wir eine schöne gemeinsame Zeit zusammen verbringen werden. Ja. Hey! Lieber Herr Bischof Georg, herzlich willkommen in unserer schönen Diözese Limburg. Wir wünschen Ihnen für den Start alles erdenklich Gute, Gottes Segen, vor allem viel Spaß an der Arbeit. Es kommt auf Sie einiges zu, aber es wird bestimmt wunderbar, weil Sie das anpacken mit viel Freude, Humor und einer Leichtigkeit. Vielen Dank. Absolut, that's what I wish you too. All the best and God's blessing to you and your work. Welcome. Bye. Lieber Bischof Georg, wir freuen uns riesig, dass Sie da sind. Das Bistum hat eine Person und einen Mensch wie Sie gebraucht. Und wir haben große Hoffnungen und Erwartungen in Sie. Und freuen uns erstmal riesig, dass Sie da sind. Lieber Bischof Georg, eine Delegation des Mini-AKs wünscht Ihnen alles Gute. Und wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit bei nächster Gelegenheit. Wir haben bewegende Worte von Ihnen gehört im Dom in der Liturgie. Sind sehr beeindruckt. Wir freuen uns, dass wir Sie persönlich kennenlernen dürfen. Wir freuen uns, wenn Sie in die Bezirke kommen, wenn Sie in unseren Bezirk Mittelrhein kommen und sehen, wie die Menschen dort leben, was sie bewegt. Wir freuen uns sehr, Sie persönlich kennenzulernen. Herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Lieber Herr Bischof Betzing, wir wünschen Ihnen so viel Gutes in Limburg. Wir sind Ihre Nachbarn aus der Kolpingstraße. Und wir freuen uns so sehr, dass Sie nun nach Limburg gekommen sind. Wir haben am Gottesdienst teilgenommen und Sie haben sehr unsere Seelen berührt. Dankeschön. Also war die Beflaggung doch nicht umsonst. Ja. Prima. Ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Alles Gute. Und viel Gesundheit vor allen Dingen. Und da ist nichts mehr zu suchen. Und einen guten Start. Einen guten Start, ja. Und alles, alles Gute. Der erste Eindruck, den er bisher hinterlassen hat, der soll sich so weiter fortführen und war sehr, sehr positiv. Ja.
lieber Herr Bischof, auch wir von den Maltesern wünschen Ihnen alles Gute dieser Welt und einen guten Start in Ihr Bischofleben. Vor allen Dingen Gesundheit und eine gute Zusammenarbeit. Herr Bischof, herzlichen Glückwunsch zur Weihe und willkommen in unserem Bistum. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Johannes und ich werden in 3 Wochen zu Priestern geweiht und freuen uns dann, als Priester des Bistums Limburg mit Ihnen als Hirten am Reich Gottes zu wirken und wünschen Ihnen dafür alles Gute und hoffen, an Ihnen an der Seite zu stehen und mit Ihrer Unterstützung diesen Weg gehen zu können. Ich habe heute schon bei der Weihe gedacht, wir sind ja irgendwie die Nächsten. Das ist zwar ein bisschen anders und bei weitem nicht so groß wie die Feier heute, aber ich glaube, das verbindet uns vielleicht auch irgendwie, diese Nähe der Weihe. Und ich freue mich auf den gemeinsamen Weg und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen für Ihren Dienst hier bei uns in unserem schönen Bistum Limburg. Lieber Bischof Danke. Georg, viele Grüße aus der Pfarrei St. Marie bei Hamburg-Kirchdorf. Viele wollten kommen, viele haben gesagt, wir haben leider andere Termine, aber die Grüße habe ich trotzdem mitgebracht. Ich wünsche meinem ehemaligen Generalvikar Georg Betzing, mit dem ich wirklich auch freundschaftlich verbunden bin und der jetzt als Mitbruder in der Nachbarschaft ist. Ich will das einfach so sagen, das ist schön, ihn als bischöflichen Mitbruder in der Nachbarschaft zu haben, dass er wirklich auch Freude hat an seinem Dienst, bei allen Herausforderungen, bei allen Schwierigkeiten, die der Dienst als Bischof mitbringt. Er hat wirklich auch schöne Seiten, beglückende Seiten. Das wird natürlich bei einem Tag wie heute besonders sichtbar. Ich wünsche ihm, dass er auf wirklich offene Herzen trifft, hier in Limburg. Das darf er ja auch schon erfahren. Und dass er natürlich in der Verwurzelung des Glaubens weiter seinen Weg geht. Ich kenne ihn sehr lange. Er hat tiefe Wurzeln in der Beziehung auch zu Jesus Christus. Das wird ihn hier, das wird ihm Halt geben. Und ja, ich wünsche ihm, dass er zusammen mit seinen Diözesanen gut den Weg der Kirche von Limburg gestalten kann in die Zukunft. Und wir versprechen von Trier aus, wirklich da auch an seiner und eurer Seite hier in Limburg zu bleiben.